Heute ist Freitag und das heißt willkommen zu einem weiteren Review. Die heutige Waffe hört auf den Namen Siggy und ob diese Waffe was taugt und wie sie sich im Test schlägt, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Fangen wir immer mit dem Lieferumfang an. Geliefert wird das Ganze in diesem einfachen Pappkarton mit ein paar Aufschriften, ein paar Bildchen von der Waffe und an für sich ein paar Warnhinweisen zu dem ganzen guten Stück. Doch was ist in der Waffe? In dem Karton. Ja, schauen wir doch mal rein. Also wir machen das ganze Ding auf. Entgegen kommt uns ein Messprotokoll von Begadi. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung bzw. eine Broschüre, was es alles so Schönes von KG Works alles so Schönes gibt. Dann haben wir im Lieferumfang integriert einen kleinen Speedloader, Röhren-Speedloader, wie auch immer. Einen Adapter für den Speedloader für das Magazin zum besseren Füllen. Ein Mini-Imbus, Sechskant. Zum Einstellen vom Hop-Up. Ein kleines Päcklein Kugeln. Ich schätze mal 100 Stück, wenn überhaupt. Und Gewichtangabe 0,20 Gramm. Gut. Und dann haben wir noch in dieser Folie eingepackt. KG-Works typisch. Die Waffe an für sich. Dann mache ich die Sache mal auf Seite. Und da haben wir auch schon das gute Stück. Kommen wir noch schnell zu ein paar Real Facts von der Waffe. Die Waffe Sig Sauer P226 ist eine Selbstladepistole und basierend auf dem P220 System. Die Verbesserungen zur 226, ganz einfach eine höhere Magazinkapazität. Somit konnten hier 26 Schuss verfeuert worden. Produziert wird das Ganze seit 1975. Von der Firma Sig Sauer, wie der Name schon sagt. Die Waffe gibt es in drei verschiedenen Versionen, jeweils kaliberabhängig, somit verschoss sie 9mm Parabellum geht, dann kann man Kaliber 40 des Wissen gibt es eine Version und dann noch 357er Sig Munition. Und wie sich die Waffe im Real Steel anhört, das hört ihr jetzt. Genug zum Real Steel, gehen wir zur Softwareversion. Der Hersteller ist KG Works, der Importeur in dem Fall Begadi. Das System ist ein GBP-System, Gas Blowback im Kaliber 6mm. Das Hop-Up ist einstellbar. Die Materialien Metall und Kunststoff. Das Magazin fasst hier 24 Schuss. Die Energie wird angegeben mit 0,6 bis 0,7 Joule in der Gasversion. Mit dem CO2-Magazin, das von der KP01 verwendet werden kann, zum Beispiel, kommt man auf ca. 0,9 bis 1 Joule. Die Gesamtlänge der Waffe liegt bei 175 mm und das Gewicht bei 887 Gramm. Die Lauflänge von dem ganzen guten Stück liegt bei 105 mm und der Preis zu guter Letzt noch 134,90 €. Schauen wir uns die Waffe genauer an, fällt sofort auf, welche gute Verarbeitung KG Works hier hinlegt. Die Griffschalen sind hier aus Kunststoff gefertigt und der Lower als auch der Upper Receiver aus hochwertigem Metall hergestellt. Ebenfalls aus Metall gefertigt sind hier der Außenlauf und die ganzen Bedienelemente wie Schlittenfang, Entspannfunktion als auch der Schlittezerlegehebel. Auch die Visierung ist hier schön verarbeitet. Wir haben eine Dreilochvisierung, diese sind allerdings starr und können nicht eingestellt werden.
Gehen wir noch schnell auf die Markings ein. Die Markings sind schön sauber aufgebracht. Wir finden auf den Griffschalen eine KG Works Aufschrift und auf dem Low Receiver das Bugatti 6mm und das F55. Gehen wir von dem Schützen auf der linken Seite aus, haben wir wieder die KG Works Aufschrift und ebenfalls am Schlitten einen kleinen Aufkleber mit Made in Taiwan. Gucken wir uns das Ding ein bisschen genauer an. Gehen wir wieder rüber in die Werkstatt und mit der Sicht von oben. Ihr schaut von oben drauf und es wisst ihr ja, was das heißt. Es wird Zeit für den technischen Teil. Ja, zerlege ich mal das Ding erstmal natürlich, wie immer, Magazin raus. Die PB im Lauf, es ist keine PB im Lauf. So, dann lege ich mir das Ding mal auseinander. Den Schlitten so weit zurück, bis die Ausbuchtungen übereinander hängen. Dann mit etwas Schmackes den Hebel umlegen und den Schlitten nach vorne entfernen. So, schon kommt uns alles entgegen, beziehungsweise wir können alles sehen. Von der Waffe fangen wir mit dem Schlitten an. Der Schlitten ist aus Metall, sehr robust gefertigt. Das einzigste Stahlteil, was wir hier im Schlitten allerdings haben, ist die Federführungsstange, der für den Rückstoß verantwortlich ist. Der Lauf im Inneren ist ein Standard-Messinglauf. Das Hop-Up lässt sich hier über dieses, ich gehe mal ein wenig hoch, wo ist es da? Lässt sich hier über das kleine Rädchen bequem einstellen. Hier sieht man noch das Nozzle. Das Nozzle geht schön leichtgängig und dementsprechend sehr sauber. Die Waffe an für sich von Stock aus ist gut gefettet. Da müssen wir auf jeden Fall nichts nachdrehen. Der Käfig, in was das Nozzle gehalten ist, ist hier aus Zink gefertigt, genauso wie die Hop-Up-Kammer. Kommen wir nun zum Griffstück. Das Griffstück ist natürlich hier aus Kunststoff, Kunststoffgriffschalen und hier ebenfalls KJW-typisch der Metallkäfig, in was die Mechanik eingefasst ist. Hier müssen wir auf jeden Fall großes Lob an KJW aussprechen. Wir haben den Schlittenfang und auch den Hammer, den Auslösehammer für das Gas aus Stahl gefertigt, was natürlich der Haltbarkeit zugute kommt. Allem allem haben wir hier eine robuste Bauweise und auf jeden Fall lange eure Freude dran, wenn ihr das Ding benutzt. Was dazu noch zu sagen ist, was ich fast vergessen hätte, ist das Nozzle beispielsweise. Das kann man auch mit dem Magazin in der KP01 kombinieren. Somit sind die CO2 ready und man kann diese Waffe auch mit CO2 betreiben. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Zusammenbauen kriegt jeder, denke ich, selber hin. Und ja, ich würde sagen, das war's vom Technikbereich. Gehen wir wieder über auf das Airsoft-Sofa. Kommen wir schnell noch zum Schusstest von dem guten Teil und zum Chronotest natürlich. Geschossen haben wir das Ganze mit Abbey Predator Gas. Mit 0,20 Gramm Bio-BBs haben wir natürlich gekront. Geschossen auf die Zielscheibe haben wir mit 0,23 Gramm Bio-BBs ebenfalls Abbey Predator Gas. Und was wir für Ergebnisse erzielt haben, das zeigen wir euch jetzt. We'll be right back.
kommen wir nun noch zum Fazit von der P226 von KG Burks. Wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben selten eine so schöne verarbeitete Pistole gesehen. Also es klappert nichts, es wackelt nichts, man hat ein bisschen Spiel am Schlitten, aber das ist zu verzeihen. Was ganz klar top ist, sind die inneren Werte zu den Preis-Leistungs-Verhältnissen. Wir haben hier auf jeden Fall ein sehr hohes Arbeitstier. Und was hier auch noch schön ist, ist es bereits CO2-ready. Wie vorhin schon angesprochen, man kann die CO2-Magazine von dem KP01, die etwas größer ist, problemlos miteinander kombinieren. Die Präzision lässt sich sehen, ist überhaupt kein Problem. Natürlich ist es überall Luft nach oben, das hat man bei jedem. Aber an für sich kann ich euch echt ans Herz legen, wir haben hier wirklich eine grundsolide und auch zuverlässige Waffe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar auf jeden Fall freuen. Für Kritik, Anregungen oder Wünsche ebenfalls unten in die Kommentarbox schreiben. Und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Euer Heubi FV. Tschö mit Ö. Macht's gut.